Wir sollen schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Drug Dealer Simulator 2 mit mir in den Voxel. So, in der letzten Folge haben wir hier ja dieses Gebiet hier soweit untersucht. Und jetzt haben wir gerade eben erfahren, dass wir hier einen Typen haben, der uns zeigen könnte, wie man Meth macht. Theoretisch. Und jetzt reden wir einfach mit ihm. Beginne Gespräch. Und dein Boss hat mich geschickt. Was verkaufst du? Drogen und andere Sachen. Schau dir mein Angebot an. Wer ist nicht im Grunde genommen der Lagermann? Auf den Meth-Produzenten. Weiß jetzt, wie es geht? Nö. Also ich kann praktisch gesehen bei ihm nur die passenden Materialien kaufen, bestellen. Was ist das hier? Sonderangebot. Ja, das hätte ich noch in die letzte Folge reindrücken können eigentlich. Ich dachte, ich kann es selber hier herstellen. Gut, ich weiß ja auch nicht, ob das vom Spiel ungefähr gewollt ist, die jetzt großartig abkommen. Wir müssen noch zu dem Laden darunter. Erhöhe den Ruf von Pedros Vertrauen. So, hi. Hello. Check out my offer. Besuch den Baumarkt. Ja, und was soll ich da machen? Come by when I restock. I'm sure you'll find something for yourself. Ich sollte jetzt den Baumarkt besuchen. Warum sagen die nicht gleich noch, geh zum Bäcker? Haben wir zufällig? Nee, haben wir nicht. Hat er zufällig ein Bahnticket? Bahnticket, Busticket? Now what do you need? Ein Busticket, hast du da zufällig eins? Er hat eins. So, wir kosten eh nicht viel, dann nehme ich jetzt einfach mal einen ordentlichen Schwung. Ist ja eh nicht meine Kohle. Ich wollte eigentlich wieder zurückgehen und dort mal wieder ein bisschen weitermachen. Yep, dann gehen wir halt eben zu Fuß. Ich frage mich echt, ob ich irgendwie mich sogar skillen kann. Weil wenn ich so jetzt an die letzte Folge denke, ich meine, ihr habt ja im Grunde genommen gesehen, wie die letzte Folge zu Ende ging. Da wurde ich ja... Naja, ich wurde halt ordentlich vermöbelt. In der letzten Folge. Und ich weiß nicht, wie ich das irgendwie besser hätte machen können, weil der hat irgendwie kaum Schaden genommen. Der gute Bub. Ich weiß, mit besseren Waffen vielleicht und Dinge halt, bla 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 und Dingsbums halt, aber... Mich selbst irgendwie panzern oder skillen, dass ich mehr Schaden verursache, ist da wohl nicht drin. Habe ich mein Boot hier nicht sogar? Ja, da hinten ist es. Da fahren wir mit dem Boot hinter. Oh, ich habe eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Das sehe ich gerade. Und den Anrufbeantworter kann er natürlich an jeden einzelnen Münztelefon anhören. Hier. Habe ich gerade gefragt, wo es ist. So, machen wir mal 2 Pesos rein. Moonshiner. Oh, kann man Moonshine machen? Hey, I've got something for you. Meet me at my place. Ja, was ist das hier alles? Kontakte. Plane ein Meeting. Lanzo mit Pedro und mit Diego. Aha. Wo ist der? Der Moonshiner? Hier. Sprich mit dem Brenner über Meth. Na okay, dann gehen wir halt nochmal zurück. Ist gut, dass wir gerade noch hier sind. Dann ist es doch gar nicht so schlecht, dass die Busse so spät gar nicht fahren. Ja, sonst wären wir jetzt schon weg. Au. Oder eben auch so eine Sache, dass man hier eben von weiter oben halt runterspringen kann, ohne dass man sich verletzt. Ich meine auch, das Kampfsystem braucht hier noch ein bisschen ausgebaut werden. Wenn ich so einen Teil 1 zurückkriege, da gab es so ein Kampfsystem gar nicht. Oder halt wenigstens, dass man sich halt noch ein bisschen Ausdauer skillen kann, dass man wenigstens ein bisschen weiter laufen kann. Das meine ich halt eben mit.
Irgendwie muss es auch Möglichkeit geben, dass man die skillen kann. Naja gut, man muss auch bedenken, theoretisch kann man das Spiel ja auch zu zweit, zu viert spielen. Und da kann es wahrscheinlich auch so sein, wenn jetzt einer niedergeprügelt worden ist, dass der andere ihn einfach aufheben kann. Ohne großartige Verluste. Und wenn zwei dann auf einen da eindreschen, dann hat es halt auch mehr Schaden. So, du bist der Moonshiner. Ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet. Hallo. Ich weiß nicht, sorry. That's it? Well, pity. Goodbye. Hä? What is it? Goodbye, friend. Come back soon. Was willst du? Sag, du hast mich doch hierher befördert. Person ist nicht interessiert. Hä? Ist jetzt blöd? Gabriel scheint einige Informationen für dich zu haben, wie du das Rezept von Meffin hinterlangen kannst. Ich suche ihn, um mehr darüber zu erfahren. Ja, hallo Gabriel. That's it? Well, pity. Goodbye. Kann es sein, weil wir halt eben da schon das Level haben? Can I help you? Ja, nee, das kam ja. Die Nachricht kam ja, nachdem ich das erhalten habe. Ist es verbuggt jetzt gerade? Das ist komisch. Nee, nee, das, die Markierung ist schon da. Da ist auch Gabriel. Ein Shuffle. Ach, come on. Bei irgendeiner, die Schaufel da vermissen wird. Hallo, ich wollte hier reintun. Ey, auch graben? Buddeln? Das ist nur eine normale Nahkampfwaffe. Was ist das denn für? Das ist ja mehr als bescheuert. Ist die eigentlich stark? Gibt es irgendwelche Werte? Schaden 14, Schaden 25, Schaden 18. Also die Baseballschläger, da war schon die stärkste, aber hat trotzdem nur sehr wenig drauf gehabt. Ganz merkwürdig, die ganze Sache hier. Also ist es mit dem Moonshine oder nicht klappt? Wäre irgendwie auch gut, wenn man selber Moonshine herstellen könnte. Dafür könnte man auch den Gärbeutel benutzen. Weiß nicht, was ich sagen wollte. Das wurde gerade unterbrochen. Aber gut, egal. Kann ich eigentlich... Nee. Das mit dem Springen ist auch irgendwie so eine Sache. Manchmal klappt es und der springt, manchmal klappt es auch nicht. Im Stand muss ich zum Beispiel... Im Stand... Das ist wie ganz träge eigentlich. Das ist manchmal extrem merkwürdig. Jetzt zum Beispiel wollte ich hier drüber springen, die habe rechtzeitig gedrückt, aber es hat sich nichts getan. Na gut, ich habe nichts dabei. Einfach kauf Drogen. Was will denn der? Ich hab doch noch nichts. Er kann von mir aus die... Er kann von mir aus die Palmblätter haben. Oh, irgendwas ist verschwunden. Oder? Packung Soda, Packung Soda, Mehl, Mehl. Irgendwas ist verschwunden, jetzt weiß ich nicht mehr was. Eine Sekunde, jetzt prüfen wir mal ganz kurz nach. Ja, okay, ich hatte von den ganzen Prügeleien hatte ich noch zwei so Fläschchen, Amphetamin und so ein Joint dabei. Die haben sie mir abgenommen. Oh, gut, okay, von mir aus und die meinen. Wenn sie sich dann besser fühlen. Jetzt irgendwie cool, dass ich das Boot wie so ein Panzer an Ort und Stelle drehen kann. Warte mal ganz kurz, wir machen einen kleinen Nee, mach ich nicht, fahr jetzt einfach weiter. Da vorne ist ja gleich eine weitere Mission, die kümmern wir uns gleich mal drum. Weil ich dachte mir, ich fahre vielleicht weiter runter Richtung Süden, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was von zu Hause mitnehme.
Das Boot ist aber ganz schön schnell, muss man sagen. Erstaunlich, ich kann mich nicht. Okay, wir können auch den da hinten nehmen, einfach. Ich kann hier nicht anlegen. Leg mal eben hier an. Zack, und schon steht's vorne drin. Unten unter Hold Tab öffnen Telefon, da ist ja das Ausrufezeichen mit unseren Kollegen da drauf. Da steht auch drin, dass er Geld verdient hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, stand das schon immer 1,696 angezeigt. So, Tachien. Zeit, die Miete einzuräumen. Whoa, 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 hold on now. You don't want to go too high with that criminal stuff. Way more trouble. Get out of it. Okay. Gangster shit is exciting, but it also brings a lot of attention. Being violent about your business can backfire with more trouble, just in case you actually give a fuck. If not, well, then have a good one. Ja gut, aber was ist denn, sag ich mal, so böse daran, wenn ich Verbrecher verprügel? Ist Spider-Man auch ein Arsch? Ein Verbrecher. J. Jonah Jameson hat recht. Sprich mit dem Brenner über Meth. Ich bin ein Rezept für Meth und Vitaminen. Für die Laborausrüstung. Weitere Auswertungen, Ausbau und Kontakte für Quellen. Ich habe bis jetzt das auch noch nicht gefunden, wo ich. Wir können auch mal die Insel hier absuchen. Das ist ein Felsen dort. Könnte man ja auch mal machen. Aber erstmal wollte ich zurück ins Haus. Bin erstmal eine halbe Stunde suspekt. Wir haben noch 3,1 Liter, aber gut, wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Sag mal, wenn ich den jetzt... Ich könnte schon mal bis da runterfahren, aber wir haben ja noch so unten das andere Boot. Okay, ich stelle mich einfach mal hier hin und gehe jetzt einfach nach Hause. Gehen wir nach Hause, vergessen wir den ganzen Trubel, was hier passiert ist, und so ein paar Drogen verkaufen. Wie in alten Zeiten halt. Na, guck mal, Fußball und ziehen uns nebenbei einen durch. So. Halt aus Dash. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben 40 Gramm Amphetamin rausbekommen. Sehr schön. Wir haben aber noch ein bisschen was übrig. Und zwar 80 Gramm. Alternativ können wir auch einfach neues schnell herstellen. Für einmal sollte es noch reichen danach. Bereite vor. 40 Gramm. Okay. Warum kann ich jetzt hier nicht rausholen? Gibt es einen Grund, dass ich die hier nicht rausholen kann? Gelagert in Substanzlager. Hier? Lager ist es ja reintun.
Nichts tun ist nichts tun. Storno ist auch nichts tun. Bewegen ist bewegen. Hä? Ich verliere das Geld. No safe to drop the cash. Warum kann ich die nicht nehmen, die 40 Gramm? Achso, Moment, die muss ich hier nehmen, stimmt. Die muss ich ja hier nehmen. 40 Gramm, ja okay. Weiß ich Bescheid wieder. Mm-hmm. Geldtechnisch sieht es aktuell bescheiden aus. Bargeld groß, wo kommt das jetzt her? Habe ich wahrscheinlich geplündert. Oder es kam mit der Mission dazu, das kann auch sein. Ich kann mir im Grunde genommen hier auch hinpacken. Kann nicht ausgepackt werden. Okay, dann müssen wir es auspacken. Dann würde ich jetzt glatt mal sagen, dass wir jetzt ganz schnell mal losmarschieren. Wie weit könnten das sein bis zu der Insel darunter? Die würde ich nämlich gerne noch erkunden. Vielleicht sogar die drei hier. Einfach mal so die Karte mal ein bisschen aufdecken. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich Sprit brauchen. Oh, 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 warte mal, ganz kurz, stopp, stopp, stopp. Wir haben noch ein bisschen was dabei, also haben sonst zu viel Mentabler dabei. Und zwar, aufgepasst, wir haben hier ja noch, Mehl, Mehl, Soda, nicht genügend Speierplatz. Wieso, wir haben doch erst 9,7 von 16 Kilo belegt. Ist jetzt dumm? Ach, jetzt war das aktualisierte Hirni. Okay, dann sorge ich mal für mehr Speicherplatz. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Kanister geholt. Dann sollte ich Platz haben. Wenn ich eigentlich der Einzige, der es irgendwie merkwürdig finde, sind so ein 10 Liter Kanister nur 5 Kilo reinpassen. Ich frag nur. Kann ich die auch aufeinander stellen? Okay, ist der Tisch im Weg. 1, 2, 3. Mehr haben wir nicht. So, jetzt haben wir wieder mehr Platz hier. Na gut. Aufstehen. Ich war auch übrigens bei unseren Kollegen hier und habe das, hab das Geld gleich nur eingesammelt. Nee, fehlt nicht auf der Seite. Aber hier fehlt halt eine Textur. Das Verbindungsstück hier einfach. Naja, gut, egal. Texturen sind ja nur einseitig. Texturen sind nur auf einer Seite immer sichtbar. Die andere Seite ist halt eben unsichtbar. Deswegen verschwindet da der Posten. Aber normalerweise, wenn sie so einen vierkantigen Pfosten haben, dann ist er eigentlich auf vier Seiten eigentlich abgedeckt. Ich wundere mich hier gerade. So, ich gehe mal kurz nach Hause. Toller Tag zum Schwimmen. Muss kurz überlegen. Wir haben noch 40. Wir haben noch ungefähr 40 Gramm. 200 Gramm waren es so ungefähr. Weiß ich nicht mehr. Ich schau mal kurz, wie viel Gras wir haben. Über 100 Kilo waren es auf jeden Fall. Das weiß ich. Weil wir müssen dann wieder ein bisschen was auffüllen. Ich glaube übrigens, dass es auch so funktioniert dann eigentlich auch im späteren Verlauf. Wir tun halt immer mehr Leute einstellen irgendwie. Keine Ahnung, die verdienen wir uns halt durch Dinge. Dann können wir in jedem Gebiet einfach die Leute hier abdecken, indem wir einfach nur einen toten Briefkasten mit den Drogen füllen. Und die tun es dann verkaufen und die sammeln am Ende bloß noch das Geld ein. Im Grunde genommen diese Lieferjobs, die wir hier haben, macht dann niemand anderes.
Können wir mal Markus heiß sagen. So. Hi, Markus. Naja, gut, wie auch immer. 158 Gramm haben wir noch. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal 58 Gramm mit. Oder 108 nehmen wir mit. Zu wenig Packmaterial. Reichen die Plastiktüten nicht? Okay, ich brauche eine Stretchfolie. Sag das doch, dass ich das brauche. Okay, wie sieht's mit 50-50 aus? 58? Oh ja, auch wieder Folie, Mist. Okay, wie sieht's mit... 108 machen... 108 durch 4 sind dann 27. Also soll es okay. Jetzt haben wir noch genau 50 Gramm hier zurück, falls mal Not an Mann ist. Hier kann man die Glühbirne noch einbauen. Was wir mal brauchen. Wasser ist noch genug da. Blumenerde ist auch noch da. Ja, ich mach doch schon. Ich bin doch schon unterwegs. Guck doch mal, wie ich renne. Dann liefern wir das hier schnell ab mit den restlichen Drogen. Weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Wir können ja ihnen zwei der Pakete reinbringen und die anderen beiden nehmen halt einfach zu uns zurück. Weil für die Kekse brauchen wir im Grunde genommen auch wieder was. Wobei, bis jetzt habe ich keine einzige Bestellung mehr, Thema Kekse mehr bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so lohnenswert ist, sich auf sowas einzulassen. Naja, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder im Lager, würde ich sagen. Ich bin auch gleich da. Ich war noch mal kurz rum und habe noch ein bisschen Amphetamin mitgenommen. Das selbstgemachte. Hier rein. Alles. Und hier rein. Bestätige. So. Verstehe aber immer noch nicht, warum. Habe ich doch gemacht. Iron Disruptor. Kannst du das mal übersetzen? Amphetamin 8. Muss doch bloß holen. Ich habe sogar den reingestopft, das Zeug. Ja gut, vielleicht brauchst du ein bisschen zum Aktualisieren. Gut, als nächstes wollte ich mir noch ein bisschen Benzin holen, dass wir nochmal die Inseln da unten absuchen. Beziehungsweise soll ich es vielleicht noch allein machen. Und euch vielleicht nur bei wichtigen Sachen reinholen, weil wenn ich jetzt hier einfach so ein bisschen durch das Gelände laufe und ich finde nichts, dann bringt es ja irgendwo, damit ich zusammen eine Folge vollstopp. Ich verstehe, glaube ich, was sie meinen. Hier muss ich hin. Ich frage mich, ob wenn man den Roller kauft, ob man den vielleicht dann sogar wirklich fahren könnte, theoretisch. Ich möchte was kaufen, Benzin. Einmal. Sonst ist da nichts drin. See you around, then. 4 Liter ist nicht viel, aber ein bisschen was. Dieses große Geld wollte ich noch klein machen eigentlich. Das geht ja auch zu Hause. Ich glaube, ich werde dann noch mal kurz meinen Bunker vorbeifahren. Ich denke, ich werde es jetzt so machen, dass ich jetzt einfach die Insel da unten. Also die kleine, die große hier und die zwei kleinen hier mal kurz abfahren. Einfach mal zu schauen, ob da irgendwas wäre oder ob es einfach nur leere Inseln sind, weil wenn ich jetzt so hier nach den ganzen Sachen hier gehe, hier sind zwar einzelne Häuser und so alles drauf. Aber hier sehe ich halt nichts. Das ist irgendwie das Komische, was ich gerade finde. Naja, okay. Nein, stopp. Erstmal Benzin reinmachen.
Na gut, ins Held. Okay, dann holen. Ihr kennt das Spiel, dann hole ich euch einfach rein, wenn ich irgendwas Tolles gefunden habe. Dann sehen wir uns gleich wieder. Er fragt mich gerade so, als würde es spontan passieren, wenn das Benzin jetzt ausgehen würde. Ich meine, streng genommen, aus dem Boot kann ich ja nicht aussteigen. Ich kann zwar halt liefen machen, aber ich kann halt nur, wenn ich halt angedockt bin, kann ich halt hinfahren. Tja, das werden wir wohl nicht herausfinden. Das Benzin reicht ums Arschlecken, genau. Na komm, wir probieren es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Ist irgendwie schön, dass wir auch hier in diesem kleinen Ruderboot drin stehen. Bleiben wir lieber in der Nähe vom Ufer. Ach ja, übrigens, Informationen. Ich habe die komplette Insel umrundet. Wie ich mir dachte, hier ist nichts, aber. Wobei, stimmt nicht ganz, hier unten ist eine Möglichkeit, mit der man anlegen kann. Also man kann irgendwann auf die Insel drauf wegen irgendwas. Weiß nicht. So, jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen rum. Drehen wir noch mal ein bisschen um, dass wir nicht so weit zum Laufen haben. Okay, also weil ich es urteilen kann, sobald das Benzin aus ist, fährt er einfach nur langsamer. Okay. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Weil einerseits, ja, okay. Ich habe nicht zufällig Benzin da, sie ist so gut, vielleicht ein bisschen tanken kann. Zigaretten, Bier, Tütchen, nichts. Adios, amigo. Vuelve pronto. Aber unterschiedlich, was hätten die sonst für eine Mechanik einbauen müssen, wenn sie. Ja, wenn das Boot jetzt einfach stehen bleibt. Finde ich eine einigermaßen gute Lösung, sage ich mal. So, vorhin wollte ich irgendwas noch in Bunker machen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das Geld war das Auspacken. Das konnte man ja an den einen Tisch. Schauen wir nochmal vorbei. So ist es nur, dass hier unten nichts ist in diesen drei Inseln hier. Das ist wenig, sehr wenig sogar, wenn man es genau nimmt. Aber gut, was soll's. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bessere Laborausrüstung herbekomme. Nee, Moment, der Tisch war's. Hier muss ich jetzt den auspacken. Der hier war's. Nee. Der hier? Nee. Hä? Nee? Wie kann ich den klein machen? Weniger Platz als ein paar Scheine. Kleiner Benzinkanister. Kann man wieder auffüllen, wenn man Benzin hat. Ja gut, muss man halt Benzin irgendwie brennen. Destillieren. Was wieder für Schwarzbrennen stehen würde. Bisschen Erdöl rauspumpen irgendwo. Weiß nicht, was noch alles möglich ist. Ja, als Drogenbaron. Ich möchte immer noch gerne wissen, wie die 50.000 losfährt. Na gut, die Dützenfall tue ich so einfach einzahlen und fertig. Ich darf nur in der Zeit nicht einen Löffel abgeben. Okay. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sonst jetzt gerade machen soll. Deswegen werde ich die Folge jetzt hier beenden. Wir haben eh die 30 Minuten fast erreicht. Letzte Folge haben wir ein bisschen überzogen. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über einen Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Oh, da war ich der 19 Blanz.
Jamal Thompson. Ich glaube, ich werde es hier mal vorbereiten, dass wir in der nächsten Folge vielleicht hier mal ein bisschen was machen können. Okay. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.